Hallo Leute, so, wir sind jetzt bei mir zu Hause, sind jetzt unten im Keller und jetzt zeige ich euch mal meine Schatzkammer. Ich habe ja immer erzählt, dass ich 80 Wettkämpfe, Profi-Wettkämpfe in meinem Leben gemacht habe. Das sind jetzt hier alle, ich war ja auch mal Amateur, bevor ich Profi geworden bin. Das sind jetzt die ganzen Pokale, die ich als Amateur gewonnen habe. Hier sind zum Beispiel noch Pokale von meiner Frau, die war ja selber mal aktiv, die Daniela. Und hier sind jetzt so, wie gesagt, als Profi bekommt man nicht für jeden zweiten oder dritten oder vierten Platz einen Pokal. Das ist immer nur ab und zu und dann immer nur der Sieger. Manchmal auch ein Zweit- oder Drittplatzierter. Und hier zum Beispiel sind jetzt meine ganzen Olympia. Hier 2010 meine beste Mr. Olympia, sechster Platz. 2006 nicht platziert. Ja, also jetzt hier, ihr seht, alles schön gesammelt. Hier sind dann hier die ganzen Arnold Classics Medaillen und hier Prag von 2017, Neuseeland und wo ich gewechselt bin in die 212er Klasse. Hier sind dann so Schecks da, die improvisierten. Hier sind ein paar Bilder hier mit meinem Freund und Kontrahenten hier, Dexter Jackson. Das war jetzt auf der FIBO Power. Aber womit ich heute anfangen möchte oder was ich euch erzählen möchte, ist mein erster Profi-Grand Prix, den ich gewonnen hatte in Australien. Das ist dieser Pokal. Da ist jetzt schon ein bisschen oxidiert, da ist ein bisschen viel mit Silber drin oder dran. Und deswegen sieht er jetzt so ein bisschen komisch aus. Aber das war mein erster Profi-Grand Prix, den ich gewonnen habe und den ich auch alleine gemacht habe. Also alleine Vorbereitung, ohne Coach, ohne irgendjemand. Hier ist die Zeitung dazu, die nehmen wir uns jetzt. Wir gehen jetzt hoch, weil hier ist ein bisschen arschkalt. Wir haben ja irgendwie jetzt 5 Grad draußen und deswegen machen wir hier das Licht aus und sehen uns oben im Wohnzimmer. So, jetzt sind wir oben im Wohnzimmer. Ich habe jetzt die Zeitung hier und erzähle euch von meinem ersten Profi-Grand Prix, den ich gewonnen habe, wo ich mit meinen größten Emotions und Freude dran hatte. Hier, ich bin sogar auf dem Titelbild. Dafür hat damals der Albert gesorgt. War ich zwar dann nicht mehr so in Form, weil es wurde erst danach aufgenommen, aber ja, jetzt zu dieser Geschichte. Also, ich war in Australien. Ich bin ja 2003 bin ich ja Profi geworden. War dann 2004 das erste Mal in Australien, da bin ich Siebter geworden. Da war der Markus noch damals mit gewesen, der war Dritter geworden. Und dann war ich 2005, da bin ich damals Dritter geworden in Australien und hatte mich das erste Mal für die Mr. Olympia qualifiziert, wo ich dann nicht unter die Top 15 gekommen bin. Und daraufhin folgte dann im Frühjahr, im März 2006, dann wieder die Reise nach Australien. Hatte mich da sehr gut vorbereitet und hatte auch ein sehr gutes Gefühl, dass, also es klingt jetzt blöd, aber ich wusste irgendwie, dass ich das Ding gewinne. Weiß jetzt nicht warum, aber es war halt so. Wir sind dann darunter geflogen, also ich und mein damaliger Sponsor, ziemlich knapp. Also wir sind immer nach Australien geflogen, weil wenn man dann hier Mittwoch losfliegt, dann ist ja bei denen dann schon Donnerstag. Durch die haben ja, glaube ich, 11 Stunden Zeitverschiebung. Ja, jedenfalls waren wir dort gewesen. Es waren die ganzen Athleten da, vor allen Dingen sehr viele Amerikaner. Wer auch da war, ist mein jetziger Kollege von GN, der Heiko Karlbach. Da ist dort auch mit gestartet. Es waren die ganzen Athleten da von der Arnold Classics. Habe ich jetzt gerade schon mal gesagt. Branch Warren war da. Da war Zweiter auf der Arnold Classics gewesen.
Lee Priest war Sechster auf der Arnold Classics gewesen. Das waren jetzt, sagen wir mal so, die Top-Leute. Wer noch mit dabei war, waren Vince Taylor ist mit 53, mit 51, ich glaube mit 51 oder 53 nochmal gestartet. Mohamed Mustafa, auch ein hochkarätiger Athlet, der bei der Mr. Olympia 2005, glaube ich, Zehnter geworden ist. Francis Benfato, da hatte sein Comeback, glaube ich, mit 47 Jahren da nochmal gemacht. Und ja, jedenfalls Francis Benfato wurde Sechster. Brent Schwerin, der Zweiter bei der Arnolds geworden ist, wurde Fünfter. Mohamed Mustafa wurde Vierter. Dritter wurde Vince Taylor, Zweiter wurde Lee Priest und ich hatte halt, wie gesagt, diesen Wettkampf gewonnen und das war jetzt das, ja, also die, wie kann man sagen, das Aufsehen in der Bodybuilding, in der damaligen Bodybuilding-Welt, ne? Dass man halt als Deutscher da nur auf Anhieb da jetzt so gewinnt. Der Flug war für mich jetzt kein Problem, weil ich ja schon zweimal nach Australien geflogen bin. Diesmal ging es bloß an die Ostküste nach Brisbane. Die ersten zwei Wettkämpfe davor waren jeweils in Melbourne gewesen. Und das Gute war halt an der Sache gewesen, damals war es noch nicht so gewesen, dass die Hauptkampfrichter alle immer aus den Staaten waren, sondern dass die also hier war der Hauptkampfrichter, waren halt die Australier selber. Und beim Meeting wurde halt gesagt, dass die fair werden und nicht irgendwelche Bonus oder Zuschlag halt geben, wenn man halt jetzt Amerikaner ist oder so. Ja, und da haben die schon alle da komisch geguckt da. Die ganzen Amerikaner, Milo Sarchev war ja der Betreuer von einigen Athleten, auch vom Heiko und vom, ich glaube vom Heiko und vom Christim. Christim ist derjenige, der jetzt mit bei der Arnold Classics mit teilgenommen hat, die da bei der Behindertenklasse da im Rollstuhl. Und da war, wie gesagt, damals noch richtig fit und hatte den 7. Platz belegt. Und ja, ich hatte das halt gewonnen und war dann somit automatisch qualifiziert für die Mr. Olympia Wahl 2006, wo ich aber dann wieder nicht in die Top 50 gekommen bin. Beim zweiten Mal war ja dieser Chris Cormier mit dabei, da ist damals, wo ich das erste Mal unten war, also 2004, hat er Dexter gewonnen. Beim zweiten Mal war es der Lee Priest und beim dritten Mal dann halt ich. Das Jahr drauf war ich dann wieder in Australien, da hat er der Dexter Jackson wieder mitgemacht und dann bin ich dann Zweiter geworden. Dritter war wieder Vince Taylor. War automatisch dann wieder für die Mr. Olympia Wahl 2007 qualifiziert. Hat aber dann 2007 noch weitere Wettkämpfe gemacht bis zur Olympiawahl. Was ja so, wofür ich ja bekannt bin oder bekannt war, halt viele Wettkämpfe zu machen, um mich da zu etablieren. Weil wenn man sich immer nur einen Wettkampf pro Jahr raussucht, dann wird man von den Amerikanern nicht akzeptiert. Es sei denn, man kommt halt mit, was weiß ich, auf 1,70 Meter mit 120 Kilo knüppelhart. Dann können sie an niemanden vorbei. Aber das ist halt, wie gesagt, ist halt ein amerikanischer Sport und die werden immer den Vorzug haben. Also wie gesagt, ich bin jetzt nicht der einzige Deutsche, den es so ging. Ich, wie gesagt, die Geschichte gewonnen, aber bei der Olympiawahl keine Chance gehabt. Und andere Athleten wie Markus Rühl, Dennis Wolf, Andreas Münzer, Günter Schlierkamp, Achim Albrecht, Roland Schirlock, also die ganzen Athleten, waren eigentlich alle viel besser als wie die Ergebnisse, die sie bekommen haben. Also die Organisationen waren aus Australien sehr gut. Also wir haben ja immer bei diesem Tony Toherty, oder wie er heißt, trainiert in seinem Gym, wo
wurden mit Essen versorgt. Der Wettkampf, man wurde mit dem Shuttle abgeholt. Also eigentlich hat es immer sehr gut funktioniert. Es gibt mal ein oder zwei, drei Wettkämpfe, wo halt mal die Organisation nicht so top ist, aber ja, ansonsten hat es alles gut geklappt und die Athleten, ja, man hat sich halt gekannt. Und also so Wettkämpfe sind immer, klar waren wir dann den Tag danach noch was essen oder so, aber man ist dann immer wieder gleich zurückgeflogen. Also dass man jetzt, also ich war damals mit meinem Sponsor dort gewesen. Und ja, da hat die Flüge so gebucht, dass wir dann immer hin und dann gleich wieder zurück. Also mit Urlaub oder so war da jetzt nichts. Das war 2008, ich war ja fünfmal in Australien, 2008 war es dann so gewesen, da war dann noch eine Woche später Neuseeland. Natürlich ist man dann länger dort. Dann wird die ganze Sache natürlich ein bisschen schwieriger. Mit der ganzen Verpflegung und wieder von Australien nach Neuseeland fliegen und immer mit diesen ganzen, wie sagt man, Einreisebestimmungen und ja, also die sind da schon ziemlich streng drauf. Gerade die Neuseeländer noch strenger wie die Australier und das sieht man ja auch immer im Fernsehen bei, wie heißt es immer, Border Control, wenn die, ja, die einreisenden Gäste da immer rausfischen. Das Lustige ist, wenn man dort einreist, also wo man manchmal, da ist es wirklich so, dass die, da haben die eine mal einen Koffer aufgemacht, da hat eine Frau Fisch mitgenommen oder was, das hat so gestunken, also ein Toter, das war wahrscheinlich nichts dagegen, also vom Geruch her, also da hat es mich richtig gehoben, ne? Also die müssen da schon echt viel aushalten. Ja, in Australien haben sie uns rausgenommen, da mussten wir uns ausziehen. Haben auch die Haare durchsucht. Und bei Melvin Anthony, der hat da einen riesigen Aufstand gemacht. Und glaube ich, 2004, da war der Markus mit dabei, noch dieser, den Craig Titus hatten sie damals in der Mangel gehabt. Das heißt ja dann später im Gefängnis wegen Mordes oder so, jahrelang. Und ja, da hatten sie schon ihre Problemfälle. King Kamali war damals noch mit dabei, da war auch immer so ein bisschen krass drauf gewesen. Ja, er hat sich sozusagen beschwert, dass er mit mir einen Vergleich bekommen hat, so quasi wie, was soll das? Während des Wettkampfes halt, ne? Also nicht sehr respektvoll. Hier Ronny, The Rock, Rockel, Sieg in Australien. Das hat für Aufsehen gesorgt. Wie gesagt, hier rechts der Milo Sarchev. Hier ist der Chris Dim, der jetzt leider im Rollstuhl sitzt. Hier meine Wenigkeit und links der Heiko Kalbach. Hier ist ein bisschen von mir erzählen, wie ich halt auch mal als Kind ausgesehen habe. Also klein und versägt und nass und mit Nuckel. Alles war Schießpistole. Hier ist einer von vorne im Bild. Hier ein paar vom Fotoshooting, was dann eine Woche später war. Meine Mutter, meine Schwester, also von ganz früher. Hier jetzt Lee Priest, Teil 2, hier 3, Ronny Rockel 1. Hier sind meine Wettkämpfe bis zu dem damaligen Grand Prix-Sieg, auch schon eine ganze Menge von den ganzen Amateurmeisterschaften. Also hier sieht man 2005 Australien, Ungarn Grand Prix, 6. Platz 2004, dann hier Ungarn Grand Prix, 4. Platz 2003, also mein erster Profi Grand Prix, 6. Platz. Ja, also war dann jetzt schon, glaube ich, der 13., also das war jetzt mein 13. Profi-Wettkampf innerhalb von 2 Jahren.
Hier noch ein bisschen ein paar schwarz-weiß Bilder von damals. Das gibt es ja heutzutage alles nicht mehr. Durch Instagram und Facebook gibt's ja, haben ja die Zeitungen keinen so großen Erfolg mehr oder es läuft generell nicht mehr. Hier das damalige Trainingsprogramm. Und hier hinten haben wir jetzt dann nochmal die von der Arnold Classics. Aber hier ist jetzt nochmal von diesem. Also hier die Preisgelder bloß, wer welche Plätze gemacht hat. Heiko Kolbach, Platz 10. Ja, ich halt Platz 1, Liebpriest 2. Also überall, wo ein Sternchen ist, sind automatisch für die Mr. Olympia damals. Also es waren aber die Top 3 qualifiziert. Ja, das ist jetzt hier die Geschichte dazu. Hier hat man noch mal ein paar Bilder von den Vergleichen. Also hier bin ich jetzt hier. Das ist der LeBriest, Branch, Vince Taylor, Ben Fatto, Mohamed Mustafa. Und mich hatten sie halt gleich als Ersten rausgerufen, so wie es halt ist. Und ja, hier noch mal mit den... LeBriest ist ja Austreuer und da ihn zu schlagen, das war schon ein Highlight. Und ich habe, wie gesagt, unten so ein Stapel Zeitung vom Boden bis hier hoch. Von fast allen Grand Prix irgendwelche Geschichten und wie sagt man, von den Schreibern da irgendwelche Kommentare, wie was hätte laufen sollen oder wie sie es gesehen haben und am Ende halt dann manchmal wie hier gut gelaufen sind, aber im größten Teil ist immer alles, war immer alles nur, waren die Ergebnisse nicht so, wie sie hätten sein sollen. Ne? Und deswegen sage ich immer, lustig gemeint halt jetzt, Augen auf bei der Berufswahl. Also Leute, wenn es euch gefallen hat und ihr mich unterstützen wollt, dann könnt ihr den Ronny10-Code eingeben und der Link steht unten in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.